Ja, Freunde, herzlich willkommen zur neuen Final Fantasy Folge. Ilias Matt ist jetzt fällig. Ihr seht, ich stehe kurz vor seinem Gebiet im Kolosseum. Und ich mach's ganz kurz. Er hat über 50 Millionen Lebenspunkte. Es wird ein sehr langer Kampf. Es gibt Spezialisten, die schaffen es auf YouTube innerhalb von einer Stunde oder so. Dazu gehöre ich definitiv nicht. Aber die Strategie, die die fahren, ist sehr, sehr gut und die werde ich auch anwenden. Ja. Gehen wir ganz schnell auf die Ausrüstung. Meine beiden Damage-Dealer sind Varn und Bash. Jeweils mit Masamune klar, Riesenhelm und Großrüstung für den Schaden einfach auszuteilen. Bash hat natürlich Genji-Armreif und Varn Hermes-Stiefel, kann ich mir Hast sparen. Es gibt Leute, die spielen das auch mit Kaiserwams und mit leichten Kopfbedeckungen, Duellmaske zum Beispiel, um... Keine Ahnung, was da der genauere Sinn hinter steckt. Ich mach sie doch so. Ja. Meine beiden Mädels hier sind die Hauptzauberinnen. Jeder ein Kraftreif. Unbedingt Kraftreif. Auf gar keinen Fall eine Duplikette, denn manchmal löst die erstmal einen Stopp aus und nichts ist schlimmer, als eine Person einzuwechseln, nur weil sie Stopp hat. Ebenso spiele ich die Mädels mit Maximilian, da Maximilian zusätzlich noch die Agilität steigt und die von allem etwas steigt. Also, na gut, die Abwehr ist jetzt egal, aber die Magie vielleicht noch und lauter so Sachen. Ich habe keine Ahnung. Ja, genau, die Magie wird die gesteigert. Ist ja auch egal. Maximilian ist super und stirnreif. Jeweils mit Routen. Denn die erhöhen auch die Magie und ja, das erhöht auch die Chancen, dass... Reverse funktioniert und Armor. Genau. Ersatzheiler, jeweils mit einem Yago Darkblade, ne, dass es zum Einsatz kommen würde, weil Masamune einfach besser ist aufgrund der hohen höheren Komborate. Einfach nur aus Wechselcharaktere. So, kommen wir zum wichtigsten. Gambit-mäßig sind meine Damage-Dealer folgendermaßen unterwegs. Kronos-Träne, oberste Priorität, kommt zwar so gut wie nie vor, aber wenn, dann habe ich es bereit. Ganz wichtig. Anders als der MPTP-Trick arbeite ich jetzt diesmal nicht mit Bacchus-Tropfen, denn Bacchus-Tropfen gehen mir irgendwann aus, ob ihr es glaubt oder nicht. Ich Testaufnahme, ich habe alles getestet hier. Ich bin mit 99 Bacchus-Tropfen rein, die waren leer. Und hier ist man noch nicht tot. Also kämpfen wir mit Tobsucht unter 10% HP. Wenn ich keine MP habe, um Tobsucht zu wirken, greift er nochmal an. Und ansonsten, zur Not, habe ich dann doch noch den Bacchus-Tropfen drin. Und natürlich MP-TP. Genauso wie bei hier. Scheiß auf Schutzengel, hier wird nicht geheilt, hier wird gar nichts gemacht, einfach nur drauf gekloppt. Mädels oberste Priorität Kronos-Träne, falls es doch mal zukommen sollte. Manchmal wirkt hier smart auch Reflekt, dann gefährdet im Zustand Reflekt Bann. Ansonsten oberste Priorität Armor Reverse. Dann Schutzengel, dann sie selbst Dupli. Bash braucht Hass, weil Bash die Genji-Armreif hat. Sie selbst hassen und gefährden Goldnadel. Ja. Ansonsten Gegner im Blickfeld bannen, angegriffen wird nicht, sondern einfach nur gebannt. Manchmal macht die hier smart einen Buff, das kriegt ihr vielleicht nicht mit, ebenso hier. Fünfmal Abwehrmalus sollte reichen, dann kann ich das auch ausstellen. Ebenso wie bei denen hier. Moment mal. Reverse Ammo Schutzenglas. Ja, okay, alles klar, passt. So, ich würde einfach sagen, ich habe mir Folgendes ausgedacht. Diesen Part werde ich nicht komplett am Stück hochladen. Das wäre einfach nur Wahnsinn, weil ich dafür ewig lang brauche für den Kampf. Außerdem, ja, bin ich auch dabei, es vielleicht in zwei Aufnahmen, bin ich dabei zu überlegen, es in zwei Aufnahmen hochzuladen. Einmal eine vorgespulte Version, wo es schneller geht, und einmal die Originalversion. Die vorgespult, ich werde in beiden Versionen nicht reden, da ich mich so heftig auf den Kampf konzentrieren muss. Ich habe das versucht, bei einer Testaufnahme mitreden zu machen. Ich habe eine halbe Stunde lang gegen Yasmat mit Reden gespielt. Es hat keinen Sinn, irgendwann kann ich halt nichts. Irgendwann kann ich übers Wetter reden, ja, was aber auch niemandem hilft, weil das A uninteressant ist. Ich kann zum Kampfgeschehen nichts Neues erzählen, weil es immer dasselbe sein wird. Außerdem muss ich mich auch noch konzentrieren wie Sau. Und wenn ich dann noch reden muss, geht alles schief. Also, das müsst ihr mir jetzt verzeihen. Ich habe es bei allen Gegnern gemacht, aber bei Yasmat werde ich es nicht machen.
Die ersten Minuten werde ich vielleicht noch quatschen, aber dann mache ich einen kurzen Schnitt und mache dann ohne Ding weiter. So, das Wichtigste ist erstmal, die Fallen hier zu deaktivieren. Da schmeißen wir gleich mal ein Echokraut ein. So, Reverse. Hat verfehlt. Das ist ja, das läuft ja super, läuft es hier. So, erstmal müssen alle Fallen weg. Und er hat mich gewone-hittet, das ist sehr schön. Das kann der nämlich auch, der Penner. Ach ja, um auf die Attacken von Yersmud einzugehen. Also er hat natürlich das ganz normale Kratzen. Aber auch das ganz normale Kratzen ist verdammt gefährlich, denn es steht eine... Er kann euch in seltenen Fällen sofort one-hitten und ihr fällt einfach taub um, egal ob ihr Reverse hat oder nicht. Dann gibt es natürlich den Kalkatem, der geht noch, der kann euch ein bisschen versteinern und Stopp wirken, deshalb auch die Kraftreife. Aber das Schlimmste ist ein Zyklon. Denn der drückt so üblen Schaden rein. Das ist allerdings nicht schlimm. Zyklon kann man mit Reverse ausweichen, aber der hat so ein großes Einflussgebiet. Meistens sterben mir da sofort meine Damage-Dealer weg und das ist natürlich äußerst unangenehm. Also, schlimmer als den Zyklon, würde ich fast noch sagen, ist dieses, ist dieser One-Hit-Death-Scheiß. Na, da hinten ist noch eine Falle. Die müssen wir jetzt natürlich auch erstmal wegmachen. Ich glaube, Protes war noch auf Yersmud oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Die Abwehr ist jetzt genug geschwächt. Bei Penelo können wir die Gambit ausstellen. Das reicht auf jeden Fall. Später, ab der Hälfte seiner verlorenen Energie, hat er auch einen Damage-Blocker drin. Das heißt, wir können keine 9999 Schaden mehr machen, sondern maximal 6999, was den Kampf natürlich unnötig in die Länge zieht. Aber irgendwie geht's nicht anders. So, Ash raus, Penelo rein und jetzt kommt noch meine Damage-Dealer rein. Jetzt geht's Interessanteste vom ganzen Kampf los. Nämlich einfach nur um Yersmud rumlaufen, damit er uns hinterherlaufen muss, weil wir ja dauerhaft Armor auf uns haben. Und wir mit dem Hinterherlaufen aber auch die Chancen erhöhen, dass er länger braucht, um uns anzugreifen. Ja, also weil er uns ja dauernd hinterherrennen muss, kommt er mit seinen Auto-Attacks nicht hinterher. Und somit verhindere ich auch die Chance auf Instant-Death durch Auto-Attack. Und ihr seht, meine Jungs kloppen natürlich wie gewohnt im Berserk-Modus übelst rein auf Grit. Und ich renne halt einfach nur die ganze Zeit weg. Und was auch noch ganz, ganz wichtig ist, hätte ich den Trick gegen den Deus-Drachen gewusst, würde dieser Kampf auch viel schneller gehen. Ich kann Armor erneuern. Noch während es aktiv ist, durch Nachzaubern. Das ist natürlich super geil. Hätte ich das mal vorher gewusst. Ich werde es meistens regelmäßig, ich habe da ein eigenes System drin, so nach zweimal Reverse-Zaubern werde ich es erneuern. Und ihr seht schon, die erste seiner gewaltigen Leisten ist weg. Fragt mich jetzt nicht, wie viel da unten drin sind. Auf jeden Fall, wie gesagt, 5 Millionen Lebenspunkte müssen halt auch erstmal weggezerrt werden. So, ich warte noch, bis er einen Zyklon wirkt, dass wir das auch mal gesehen haben. Ich versuche in großen Abständen um die Kämpfergruppe zu laufen. Ich habe ein Gerücht gehört. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber Zyklon wirkt er regelmäßig nach 40 vollführten Attacken. Sei es jetzt Kalkatem oder normale Attacken. Gut, sowas kann ich natürlich nicht beeinflussen, die One-Hit-Kills. Aber den Zyklon, dem könnte ich ausweichen. So, wenn mir jemand gestorben ist von meinen... Oh nein, hattest du jetzt...
Ich hatte doch die Ente drauf. Was soll denn der Dreck? Wechsle ich nicht den verletzten Tank aus, sondern einen Kämpfer. Wegrennen und Waren reinholen. So, es läuft eigentlich ganz gut soweit. Wow. Reverse. Ja, wäre auch nicht schlecht. Und falls ihr MP braucht, weil ihr doch so viel zaubern müsst zwischendurch, würde ich euch empfehlen, Subspirit auf einen Charakter machen. Zum Beispiel in diesem Fall auf Varn. Denn dadurch, dass die so unendlich oft draufhauen, steigt bei denen natürlich auch die MP. Und wir haben keine Probleme, uns durch diesen Trick neu mit MP zu versorgen, ohne jetzt Äther schmeißen zu müssen oder ähnliches. Oh ja, Reverse wird nochmal erneuert. Und dann klaue ich mir nochmal MP. Dank Subspirit von Basch. Sehr schön. Und schon habe ich wieder volle MP. Zur Not werfe ich Elixier oder Äther. So, das geht jetzt die ganze Zeit so weiter. Sagt, ich versuche so viel Zeit zu schinden wie möglich. Ach ja, was den Kampf natürlich auch noch um einiges vorantreibt, ist, hier auf schnell zu machen. Und natürlich immer wieder Armor zaubern. Dass auch ja nichts schief geht. Oh, jetzt kommt Zyklon. Jetzt muss ich mal kurz einen Trick ausprobieren. Ah ne, es funktioniert hier natürlich nicht. Schade. Okay. Also, zum Glück habe ich meine MP nochmal voll gemacht. Das ist die beschissenste Attacke von Giasmat. Boom, alle meine Leute tot. Ich hasse diese Scheiße. So, und da ich schon wieder mich übelst am Konzentrieren bin und ich euch soweit hoffentlich alles gezeigt und erklärt habe, wie ihr eigentlich an den Kampf rangehen solltet, mache ich hier einen Schnitt und es geht im Vorspulen weiter. Und ich denke mal, die Originalaufnahme werde ich auch irgendwann ohne Ton hochladen. Also,